Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Path of Exile. Und es gab jetzt eine kleine. Was ist das denn für einer? Ach. Gut, wir sehen jetzt auch nicht top aus, ne? Okay, der sieht sogar schon mal ein bisschen besser aus, dieser Typ hier, ne? Gut, es gab eine kleine Pause, tut mir auch ein bisschen leid, aber irgendwie hatte ich einfach keinen Bock aufzunehmen. Ich hatte mehr Bock zu streamen die ganze Zeit. Und ja, warum nicht, ne? Ich meine, ich bin YouTuber, weil ich es möchte, nicht weil ich es muss. Deswegen gönne ich mir das. So. Jetzt haben wir hier, wir sind hier angekommen. In so einem neuen Lagerdings. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Karte. Wenn es dann geladen hat. Wow. Okay, M ist der Shop und nicht die Karte. Apokalypse Überraschungskiste. Kaufen. Nee. Inkursion. Der Geistportaleffekt. Oh, eine schwarze Katze. Ich muss ja mal kurz gucken, ne? Rüstungssets. Also man kann hier richtig Geld für ausgeben, glaube ich. Finsternis Körperrüstung. Also man kann schon schick aussehen, glaube ich. Neu. Ah. Kartentruhenfach, Fragmentruhenfach, Drachenschild. Ersetzt den Standardeffekt von geöffneten Portalen durch den Geistportaleffekt. Truhenfächer. Premium-Truhenfächer. Kartentruhenfach. Extra großes Premium-Truhenfach. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn man sich dazu entschließt, wirklich exzessiv Path of Exile zu spielen, dass es schon Sinn macht. Oh, Violett. Cool. Dass es hier schon exzessiv Sinn macht. Nein, dass wenn man exzessiv spielt, dass es Sinn macht, hier vielleicht auch das ein oder andere an Geld reinzustecken. Wenn man das denn möchte. Ich bin ja nicht so ein Mensch, der von vornherein sagt, nein, das geht gar nicht. Schauerlicher Helm. Körperrüstung. Ja, ne? Also, gefallener Engel. Rückenzusätze. Oh, dann können wir uns hier Flügel gönnen, theoretisch. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich spiele hier irgendwie von Season zu Season oder sowas, wenn es hier sowas gibt, würde ich vielleicht auch schon das ein oder andere kaufen. Gerade was hier so von Vorteil ist, ne? Also so Optik, okay, Fertigkeiten. Himmlisch-kinetische Explosionen. Himmlische Version. Achso, das ist dann einfach für die Optik, denke ich mal. Drachenflammenspur. Okay, Charakter. Feuercharaktereffekt. Eischaraktereffekt. Oh. Ja, ne? Templertanz. Ey, man kann hier Tänze kaufen. Ja, Fußspuren. Also wenn man seinen Charakter wirklich fett machen möchte, dann macht man so richtig hier mit Fußspuren und sowas. Gilde. Premiumfach? Nein, Begleiter ist immer ganz wichtig. Wenn man gut aussieht und geile Begleiter dabei hat, macht man gleich mehr Schaden. Oh, ein Häschen, wie süß. Ich frage mich, ob man sowas auch ein bisschen Klingenwächter freispielen kann. Versteck. Rennender Leichenhaufen. Ja, warum nicht? Okay. Punkte. 50 Stück für 4,25, ja. Und für 200 Punkte brauchst du schon mal 17 Euro. Erstes Blutvergießen-Paket. Also vielleicht gibt es hier auch so Radwaffeneffekt. Gucke mal, oh, 50 Euro. Okay, das ist wirklich ein bisschen überteuert, finde ich. Krieg um den Atlas. Also, dass es hier mal so Angebote gibt, wo man vielleicht ein bisschen mehr rauskriegt. Ey, gucke mal, 950 Punkte, 85 Euro und dann so ein Ding hier. 135 Euro. Ja, das habe ich mal eben bereit. Beherrscher unter 410 Euro. Wer kauft sich für 410 Euro? Okay, ich frage das gar nicht mal. Es gibt bestimmt Leute, die das getan haben. Gut.
Wir widmen uns mal nach 5 Minuten angucken dem Spiel. Ich habe viele Verbannte kommen und gehen sehen. Manche in den Wald, manche unter die Erde. Doch ihr scheint anders zu sein. Ob in guter oder in schlechter Hinsicht, vermag ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu sagen. Ich bin Eramir und dass ich so gut wie nichts über euch weiß, spricht das vorerst für dich. Cool. Diese Banditen, auf die ihr da draußen gestoßen seid, sie sind der Abschaum von Uread. Und wie bei jeder Brühe treiben die widerlichsten Stückchen an die Oberfläche. Die Banditenfürsten, ach komm, laber mich nicht voll, ey. So, die Frage ist, wenn wir uns das jetzt mal anhören. Nein, wir kriegen da nichts für, schade, okay, auf Wiedersehen. Ja, Lava. Gut, Eramir. Blutaffen. Banditenfürsten. PvP, nee, also nein. So, wir können jetzt hier schon mal den, warte mal, mit Steuerung. Nein, mit Shift. Warte, komm schon. So war das. Bitte schön, ich gönn dir das jetzt. Nur halt, warte mal. Was kann man denn hier so kaufen? Der hat Zeug. Quarzzepter. Warum nicht, ne? Köcher. So Bogenschütze-mäßig kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt. Okay, so toll ist der Typ jetzt auch nicht. Hier ist die Truhe, hier ist eine Pinnwand. Hier haben wir Jena. Das Wasser irgendwie gestiegen. Ja. So, wir haben nämlich irgendwas mit der Quest hier gemacht. Reus, Blutaffen. Gegenstände kaufen. Was verkauft die Alte denn so? Ziegenhorn. Ja, unseres ist, glaube ich, besser. Ne? Wie kann man das nochmal vergleichen? So. Wir haben den Glyphenzweig Ziegenhorn, ja. Wir sind halt einfach geiler unterwegs. Bitte nicht aufhängen. Quarzzauberstab. Okay, der sieht schon ein bisschen besser aus, aber wir müssen den halt irgendwie so aufwerten, ne? Großes Mana-Fläche. Wäre mir schon allen Scheiß, was wir irgendwie nicht so richtig benutzen, außer vielleicht mal den Lebenstrank. So. Okay. Dann lassen wir uns noch einmal voll labern. Vielleicht kriegt man ja eine neue Quest für sowas. Gesperrte Passage. Ach so. Ich dachte jetzt, komm, dafür musst du jetzt 5 Euro ausgeben, um das spielen zu können. Navali. Ja. Verzeihungen. Ja. Stimmt, das wollten wir ja mal machen. Eigentlich können wir das auch mal machen. Gnadentod. Tötet Brutus. Achso, ja komm. Machen wir gleich. Versiegeln. Ersuchen. Wisdom of one. See you. Okay. See you. Machen wir gleich. Wollt ihr erstmal langlatschen? Gibt's denn noch irgendwas? Die alten Felder. Nee, das. Alte Felder interessieren uns gerade nicht so. Ich würde das mit der Prophezeiung aber gern mal ausprobieren. So. Da haben wir noch irgendeinen Scheiß, ne? So, jetzt muss ich mir nochmal angucken, wo wir überhaupt hin müssen. Hier, ich dachte, man kann hier durchgehen. So. Die Zeit des Bedauerns. Trügerisches Brachland. Ihr werdet gegen Wellen von wiederauferstandenen Bauern in den Ruinen eines Hauses an der Wegkreuzung kämpfen. Das kriegen wir hin, oder? Die verschollene Garnison. Wo sich die Banditen festgesetzt haben, erhebt sich eine leblose Armee. Nahe der zerstörten Brücke werdet ihr in den Ruinen der Feste einer Armee der Untoten begegnen und diese vernichten. Okay, wir gehen nochmal ins trügerische Brachland, würde ich sagen. Und suchen die Ruine eines Hauses. So, Wegpunkt. Jetzt hier, nee. Ach, da oben, Akt 1. Da. Müssen wir nur noch finden, wo das ist. Das ist Gezeiteninsel. Das war Pass. War wenig schon im trügerischen Brachland? Oder das kommt erst noch. Ja gut. Warte mal, was war denn das andere, was die da hatte?
Die verschollene Garnison. Ey. Verschollene Garnison. Aber ich glaube, das hatten wir hier, oder? Oder auch nicht. Ja, gut. Kümmert euch um die Banditen. Vorwärts. Die weiße Bestie. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang, oder? Kann ja nicht schaden. So. Muss ich hier mal wieder. UWER. Die Flussläufer. Gehen wir da doch mal hin. Ich mache dieses Zahnrad da unten immer. Ich muss ja sagen, mich nervt gerade ein bisschen meine Hand oder meine Hände, weil ich gestern viel mit Ton gearbeitet habe oder eigentlich nur ein bisschen, aber die häutet sich jetzt so die Hand. Voll widerlich, voll nervig. Hm. So, das wolltet ihr jetzt bestimmt hören, aber das ist mir egal. Kann ich hier lang gehen? Ja, ich kann hier... Wow! Warte mal. Ich muss jetzt ja erstmal... Sind aber irgendwie neue Viecher hier, ne? So. Nein, das war die Leichenexplosion. Warte mal, womit kann ich die denn jetzt nochmal wiederbeleben? Mit E. Nee. Hä? Ach, mit 1 habe ich. Auf 1 habe ich das gelegt. So. Jetzt kommen wir hier langsam wieder rein. Hm. Hier konnten wir Waffen wiederbeleben. Oder allgemein Waffen beleben. So, ich muss ja hier immer ein bisschen lang laufen, ne? Ups, was war das? Ach, Skelette beschwören. Warte mal, mit V konnte man Seile werfen, oder? Nee, mit C. Mit Y. Womit war das denn? Echt, ich drehe schon am Rad, ne? So. Bauernschärpe. Wir nehmen nur noch sinnvolle Sachen auf. Einfaches Seilnetz. Hä, das war doch hier immer mit abgebildet, womit man die Netze wirft. Warte mal. Das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich muss da mal ganz kurz nachgucken da. Chat, Rangliste. Screenshot. Kosmetisches. Okay, Pantheon. Doch mit V wirft man doch Netze, oder? Wo steht denn das hier? Waffenwechsel, Minen zünden. Dann halt nicht. Meine Meinung ist, war V. Können wir nochmal ausprobieren. Oder C? Nee. X? X vielleicht? Ah, mit X kann man sein Waffenset wechseln. Oder was mit B? Eine Portalrolle, die nehmen wir doch mal mit. Kann man rüberlatschen? Event, PvP. Ach, mit H kommen die Prophezeiungen. Ach, hier ist noch so ein Fetter, okay. Gut. Dann stufen wir das doch mal hoch. Jetzt mal ohne Flachs. Warte mal, Kosmetisches. Wird geladen.
Aber finde ich cool, dass man sowas machen könnte. Passive Fertigkeiten. Soziales. Aber keine Freunde. Könnte daran liegen, dass ich das Spiel auch nur allein spiele. Just. Da läuft so ein Frettchen oder so. Ach, hier kann man lang. Interessant. So. Erstmal Schaden machen. Und alles explodieren lassen, was geht. So. Das nehmen wir nochmal mit. Das war das Waffenset. Oder mit D? Doch, das muss doch D vielleicht. Ich dreh durch hier, ey. Ich drücke jede Taste, wenn ich irgendwelche Viecher sehe. Moment. Fertigkeiten. Angriff aufstelle, Waffenwechsel, Minen zünden mit D, okay. Markierung, Leichnam, Chat, Karten einblenden. Soziales, Rangliste, Herausforderung, Pantheon. Das Pantheon, bitte. Egal. Kosmetisches, Mikrotransaktion, Event, Weltkarte, Passive, Atlas, Mikrotransaktion, Campelkarte, genau. Kompendium, Screenshot, heranzoomen. Ja, vielleicht irgendwie weg oder so. Keine Ahnung, was da jetzt los ist. Vielleicht war das nur zeitlich begrenzt verfügbar oder so. Keine Ahnung. Und ich suche mir jetzt hier umsonst einen Wolf. Und Leute lachen sich schon tot, was ich für einen Scheiß mache. Das könnte ich mir vorstellen. Da. Ich liebe Sachen, die explodieren. Die sind auch schon schön gemacht hier, ne? Komm, wir setzen uns mal hier hin und essen gemütlich was. Ach, hier kommen schon neue Viecher an. Das war meine Armee der Toten aufstellen. Ah, ich mag das hier. So, wir lassen es auch einfach eiskalt stehen. Ach, das ist hier ein Übergang. Okay. Der war aber schnell weg. Dafür, dass das so ein goldener war. Aber vielleicht sind wir auch so geil und machen einfach voll den Schaden im Moment. Mit unseren ganzen Fähigkeiten hier. Wenn wir hier unsere 100 Skelette und so haben. Weil wir einfach cool sind. Kann ich mir auch vorstellen. Hm. So. Ja, morgen startet ja die neue Diablo-Season. Ich werde diese Parts erst für nächste Woche uploaden. Wenn ich es schaffe, nehme ich gleich sogar 4 auf. Stammestruhe. Hat einfach nichts gegeben. Schnürstiefel. Nehmen wir mal mit. Und so ein dickerer Charakterplatz kann natürlich eigentlich auch nicht schaden. Also sagen wir es mal so. Ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, so 20 Euro für das Spiel auszugeben. Oder dann will ich aber auch schon so ein paar Sachen davon kaufen können, so. Oder man kauft sich halt, ich sag mal, so ein Set für 30, 40, 50 Euro. Weil so ein original neues Spiel kostet ja auch so um die 50 bis 70 Euro, wenn man das da jetzt, sag ich mal, holt. Und dann könnte man auch schon so ein bisschen Inhalt erwarten. Finde ich jedenfalls. Und wenn man dann noch extra Sachen haben möchte, dann kann man sich ja dann noch diese
Transaktion kaufen. Das fände ich halt so gut. Das fände ich schon viel besser. So, aber wir haben genau jetzt hier unsere Zeit erreicht. So, ich beschwöre hier gerade mal ein paar neue. So. Während hier die Uga-Leute weggemacht werden, kann ich mich ja hier mal hier hinstellen. Ist ja kein Problem. Ich glaube, ich bin vergiftet, oder? Basereiladung. Spieler erhalten. Okay, es hat sich erledigt. Gut. Ich sage auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.